Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS22 im LS22 Bildet-Projekt, TF2-Projekt, zusammen mit den Herr Wartlinger und den Herrn Bergmann hier bei der Kontrolle. Guten Tag. So. Ja, Kolmleiten, Sie sind dran. Ja, guten Tag, Herr Bergmann. Guten Tag. Polizeipraktikant, Kolmleiten hier. Guten Tag, wir würden ganz gerne einmal eine eine Fahrzeugkontrolle machen. Fahrzeug- oder Personenkontrolle? Okay. Beides. Wir sind ja hier quasi in polizeiliche Maßnahme. Okay. Das heißt, Sie können jetzt hier Personen- und Fahrzeugkontrolle durchführen, wie Durchsuchungen und dergleichen. Ne? Okay, dann machen wir das mal alles. Dann bräuchte ich einmal bitte Ihren Ausweis, Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein, bitte. Ich muss mal zum LKW gehen. Na weh, Sie hauen ab. Ich sag's Ihnen. Dann gibt's richtig, Kasala. All die Backen. Herr Bergmann. Victor. Ja, bitteschön. Dankeschön. So, dann schauen wir doch mal. Führerschein passt. Das ist schön. Dann gucken wir mal eben den Fahrzeugschein, ob das hier mit dem Nummernschild alles übereinstimmt. Das stimmt. Ist auch super gepflegt. Ist ja auch von den Herrn Wartlinger. Nee, ist von der ich Gemeinde. Ich würde einmal eben hier Kontrolle machen, was Sie da geladen haben, ne? Du Scheiße. Oh, was macht er denn? Oh nein. Habt ihr das gesehen? Der ist irgendwie gerade in Schleudern gekommen. Da war ein bisschen schnell, der Rosenberg. Sehen Sie, Herr Bergmann, das meinten wir. Das hatte vorhin auch der andere. Deswegen führen wir die Kontrolle hier durch. Hey, langsam, Zifix da. Was ist mit dir, ne? Also, der hat's doch nicht mehr alle. Haben Sie gerade gesehen, wie er ausgebrochen ist? Und der tut so, als wenn nichts passiert wäre. Das ist anscheinend ein Panzer-LKW. Wir sollten ihn gleich auf den Boden drücken, festnehmen und Pfefferspray ins Gesicht drücken. Herr Kohlbleiten. Okay, Entschuldigung. Herr Bergmann. Herr Bergmann! So. Dann mache ich jetzt erstmal eine Personenabfrage über die Leitstelle. Ja, oder Herr Wartlinger? Ganz genau. Gut. Dann Steinbach für Steinbach 3112. Ja. Mach mal Platz, da die Häckselkette kommt. Ach du Scheiße. Ich hätte ganz gerne eine Personenabfrage über den Paul Bergmann. Ja, einmal Bergmann bitte buchstabieren. Herr Bergmann. Verdammt. Ohne Scheiß jetzt. Das nächste Mal kriegen Sie die 8 dran, ich sag's ja nicht. Jetzt kommen Sie daher und bleiben Sie still. B wie Bertha, Emil, Richard. Was war G? Gustav und M? Martha. August? Anton? Anton. Nordpol, aber in dem Fall sagen es Doppel-Nordpol. Doppel-Nordpol. Ja, gegen Herrn Bergmann mehrere Delikte vorliegen, unter anderem Aggressivität gegenüber Bürgern und Polizisten. Selbstverheimlich oder was? Jedoch nichts Offenes, alles geschlossen. Soweit ohne. Okay. Gut. Herr Bergmann, wir würden einmal überprüfen, ob Sie die Anhängerlast überschreiten. Dazu müsste ich einmal in Ihr Wagen und die innere Waage einmal kontrollieren. Darf ich das? Wie, du sagst was Falsches, Freund. Herr Bergmann. So. Reißen Sie sich mal am Riemen, sonst nehmen wir Sie mit. Also jetzt mal ganz ehrlich. Also jetzt hört es langsam auf. Das passt. Ist nicht überschritten. Passt alles. Gut, Herr Kolmleiten. Jetzt dürfen Sie entscheiden. Ne, natürlich muss ich die Maßnahme vollziehen, aber Sie dürfen jetzt entscheiden, was mit dem Herrn Bergmann passiert. Eine kleine Strafe von 500 Dollar Euro wäre hier angebracht. Allein schon die Aggressivität, dieses Nicht mitspielen. Aufgrund welchen Delikt wollen Sie dann abarbeiten? Ordnungswidrigkeit, Straftat, was wollen Sie machen? Ordnungswidrigkeit. Und welche? Über den... Jetzt wäre vorsichtig, was du sagst. Grünstreifen gefahren? Ist das eine Ordnungswidrigkeit? Oh! Ich weiß es nicht. Sama! Oh mein Gott! Ist dir was passiert? Ey, die fahren doch hier alle wie so Bescheuerte. Was ist denn hier los? Hallo? Ist alles gut?
Hallo? Herr Bergmann, dann gebe ich Ihnen erstmal hier den Führerschein und sowas wieder. Da haben Sie nochmal Glück gehabt. Ziehen Sie hier ab. Wir haben uns hier Herr was Bergmann, Sie kriegen Post. Genau. Hallo? Kannst du mich mal? Hallo? Geht's Ihnen gut? Kommen Sie mal raus, bitte. Sie sind richtig eingeschert. Ui. Ja, setzen Sie sich mal hin, bitte. Herr Kolmleiten, tun Sie mir bitte den Gefallen, stellen Sie meinen Streifenwagen da an die Seite, dass die Leute wissen, das ist eine Gefahrenstelle. Ja. Ach, Herr Bergmann! Wer sind denn Sie eigentlich? Ich darf doch wohl nicht wahr sein hier. Ja, nein. Sitzt da noch irgendeiner in der Wiese? Können jetzt nicht mehr reden. Ich bin ein bisschen geschockt. Ja, das glaube ich, ja. Bei dem Einschlag. Ach, hast du mich mal voll weggeschert. Herr Kolbleiten? Ja? Können Sie mal schauen, dass vielleicht irgendwie ein Feuerwehrler erwischen? Dass zumindest einmal das Fahrzeug überprüft und den Herrn da. Ja, ich probiere mal mein Glück. Wer war denn da nochmal bei der Feuerwehr? Ach, nee. Das ist eine gute Frage. Können schreiben Sie mal bitte einfach ein Ding rein. Ja. Den öffentlichen Newsletter. Dann sehen wir vielleicht, ob dann irgendeiner kommt. Jetzt sagen Sie mal, wie geht's denn Ihnen? Haben Sie irgendwelche Schwindelgefühle, Verletzungen, die Sie spüren? Mir dreht es ein bisschen im Kopf. Ja, das so glaube ich. Wie kommst du denn? Wie kommst du denn eigentlich auf die Idee da, wie ein Berserker gegen den Baum zu drehen? Wo sind wir gerade hier? Feld 117. Quasi rechts vom Feld 117. Bin gerade gefahren und wie aus Reflex habe ich übergezogen. Ja, wo machen sie das denn? 117? Ja, genau. Weil der Anhänger sich hinten aufgeschaukelt hat. Und ich musste gegenlenken. Aha. Weil da nichts drauf ist. Ist ja ein bisschen schwierig, gell, wenn sie auf dem Unimog nichts drauf haben hinten und da auch nicht. Ja, sollten sie vielleicht ein bisschen langsam fahren. Wer sind denn sie eigentlich? Frage Nummer. Der Lauringer? Ach, was machen sie denn da? Ist das der sogenannte Unimag? Oder wie? Die haben es mal wieder erfasst. Herr Wartlinger, Rettungswagen ist unterwegs. Alles klar, dann warten wir noch kurz. Sie legen sich mal bitte hin. Sie stehen kurz. Oder da schauen wir mal, wann er kommt. Ich glaube, das war eh einer von denen Hansen, oder? Glaube ich auch. Ich glaube, der holt jetzt schnell den Rettungswagen. Und was machen Sie hier eigentlich? Ja, wir haben gerade eine polizeiliche Maßnahme gehabt und dann haben wir uns umdrehen und haben gesehen, dass sie quasi Rallye Paris-Dakar fahren, nur in Waldstätten. Und das nicht sehr erfolgreich. Und der Anhänger ist bis 8 zugelassen, darfst du doch nicht bei 8 aufschaukeln, das Ding. Ja, vielleicht sollten sie einfach mal überprüfen, entweder Gewicht drauf machen oder einfach langsam fahren, sie fix. Geht's Ihnen denn gut? Brauchen Sie was zu trinken oder was zu essen? Ist Kreislauf noch stabil oder? Ja, wie gesagt, der RTW kommt gleich. Kopfschmerztablette, wenn Sie einen hätten. Das macht der RTW. Nein, Herr Kolmleiten, das machen nicht wir. Oh, okay. Sämtliche medizinische Versorgung, was sowas angeht, macht der RTW. Ne? Wir schauen im ersten Fall, ob wir irgendwelche Verletzungen sehen, die wir behandeln können, in der ersten Linie quasi. Deswegen habe ich ja gefragt, ob mir irgendwas fehlt. Er hat einen leichten Schwindel, deswegen soll er sich hinsetzen. Wenn sie wollen, können sie die Decke aus dem Auto holen, dann können wir es drüberlegen gegen einen Schock. Okay, wir dürfen allgemein nie Medikamente an Leute rausgeben. Okay. Nein, aber erste Hilfe und sowas dürfen wir aber leisten, wenn es der Fall wäre. Müssen wir leisten. Okay. Brauchen Sie eine Decke? Ich habe so eine schöne goldene Decke, dann fühlen Sie sich wie ein König, wenn Sie sie hier umlegen. Decke brauche ich eigentlich nicht, also mir kalt ist mir nicht. Okay. Alles klar, bleiben Sie einfach kurz sitzen, warten Sie nur, bis der ETW da ist, den checken Sie dann kurz durch. Alles ja, gut. Das wird schon. Oh, wie. Das ist kein gutes Zeichen. Holen Sie mal eine Flasche Wasser aus dem Auto. Ja, hole ich. Toll, bleiben wir einfach ganz ruhig sitzen. Ja, bei dem Einschlag, der ist ein bisschen im Arsch gleich.
So, bitteschön. Das kann aber noch an den Schnaps liegen, den ich gestern getrunken habe. Bitteschön. Ja, ach so, ja gut, dann müssen wir gleich mal das nächste machen, gell? Ja, nie. Machen wir so, da. Herr Kolmleiten, Sie passen mal bitte auf Herrn Lauring auf. Ich versuche mal den Händler zu kontaktieren wegen dem Abschleppen. Ja. Stimmt, abschleppen. Habe ich nicht dran gedacht. Sonst brauchen Sie sonst irgendetwas? Soll ich vielleicht die Decke holen, damit Sie sich hinlegen können, damit ich das hier auf die Wiese lege, damit Sie sich hinlegen können, damit Ihnen ja nicht dreckig wird. Ja. Wenn dann, in der Decke, dass ich mich draufsetzen kann, sozusagen. Ja, ich hol mal eben eine. Ja, wir haben hier eine schöne Polizeiwolldecke. Ja. War aber nicht da bei der Kotze. Also eins ich muss man hier ein bisschen. Sie sind wirklich hilfsbereiter Mensch. Oh, danke schön. So, habe ich hier hingelegt. Können Sie sich da draufsetzen? Ja. Haben Sie noch Wasser zum Spielen? Ja, kann ich noch eben holen. Einen Moment. Er hat leider nur die 0,33er Flaschen. Das ist nämlich das Problem. Ja, das ist 0,33. Bitte schön. Gehen anderthalb Liter. Nee, leider also gerade der, nicht. Der Abschlepper kommt. Okay. Der ist leider. Ich habe ihm noch mal eine Flasche Wasser soll ich hier Platz machen, den Polizeiwagen weg? Nein, lass uns. Okay. Der kippt schon der Seite vorbei, das passt schon. Okay. Ich würde Sie jetzt übernehmen lassen, weil ich nicht weiß, was man hier genau sagen muss, klar. Damit er Bescheid weiß. Alles gut, kriegen wir hin. Hören Sie einfach zu und lernen Sie, ja? Ja. Guten Tag. Grüß Gott, Herr Reingrub. Kurze Information, wir haben gerade eine Verkehrskontrolle gemacht. Da ist der Lauringer mit seinem Unimog in die Kurve gefahren, war sehr schnell gegen einen Baum geschert, ist jetzt ausgestiegen, keine offensichtlichen Verletzungen oder Blutungen. Er fühlt sich allerdings sehr schwindelig. Kopfschmerzen hat er nach Kopfschmerztablette gefragt und hat sich gerade übergeben. Wir haben ihn jetzt versorgt mit Wasser und haben ihn quasi gesagt, auf den Boden setzen, ein bisschen beruhigt. Weitere Maßnahmen haben wir nicht getroffen. Okay, dann werde ich mal die ganzen Parameter checken. Genau. Von mir brauchen Sie jetzt eigentlich nicht sagen, das heißt, Sie lassen jetzt einfach die Herren ihre Arbeit machen, weil die sind die Experten, ne? Ja. Guten Tag. Guten Tag. Ich schaue Ihnen jetzt mal in die Augen. Oh, ich habe total was vergessen. Ja. Aber die Pupillen reagieren auf jeden Fall schon mal aufs Licht. Mal Vorteil. Blutdruck messen mal kurz nochmal. Ja, ist ein bisschen hoch, das wird natürlich die Aufregung noch sein, ne? Den kriegen wir aber auch klar. Aber Sie haben ganz klar Kopfschmerzen, sagen Sie. Mir dreht es im Körper. Sind Sie denn irgendwie mit dem Kopf am Lenkrad geschlagen oder gegen das Fahrerhaus oder so? Ich weiß nur noch eins, ich habe gegengelenkt und bin auf der Bremse und bin voll mit dem Kopf aufs Lenkrad drauf. Dann werden Sie auf jeden Fall schon mal eine leichte Gehirnerschütterung haben. Das kann ich Ihnen bestimmt schon mal versprechen. Der Schädel brummt, das glauben Sie nicht. Boah, aber Herr Lauringer, ich sehe gar keinen Sicherheitsgurt in die Munimuck. Das heißt, Sie waren angeschnallt. Herr Wartling, das Fahrzeug ist vor Baujahr 1980. Ich denke, Sie haben ein bisschen Sicherheitsgurt eingebaut. Ja, haben Sie Befreiung. Was für eine Befreiung? Der braucht bei uns eine Sondergenehmigung, wenn sie ein Fahrzeug fahren und nicht gut. Das gab's damals noch nicht. Ja, damals, aber heute kann man so eine Sondergenehmigung beantragen, wenn man so ein Fahrzeug bewegen will ohne Gurt. Herr Lauringer? Bleiben Sie einmal bei uns, wie man da keiner drauf geachtet hat, den Gurt haben wir oder nicht. Und es hat mir auch niemand, ein Polizist, gesagt, dass man unter Gurt nachrüsten muss oder so. Na gut, das müssen ja die Zulassungsstelle schon sagen. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Bleiben Sie einmal ruhig, Herr Lauringer. Ja, aber jetzt klopfen wir jetzt einmal an der Wirbelsäule entlang. Sagen Sie, wenn es weh tut. Ich habe oben hinter der Kurve mal den W abgestellt zur Absicherung. Ja, dann haben Sie auf jeden Fall schon eine Prellung. Das passt. Oh, mein Rücken. Oh, ich glaube, da kommt der Werkstatt. Ah ja, Moment. Ja. Da unser RTW gerade nicht so zur Verfügung steht, weil die im Großeinsatz sind, würde ich sagen, wir fahren trotzdem mal ins Krankenhaus, oder? Ja. Können wir machen. Möchten Sie das überhaupt?
Ja, du könntest auch noch verweigern. Da müssten sie nur einen Zettel unterschreiben. Ist doch irgendwas Schlimmeres mit einer Würfelbeseite. Aber ich würde vorher nochmal meinen Bruder anrufen wollen, wenn das ja, geht. Ja, rufen Sie ihn ruhig an. Wir haben auf jeden Fall Zeit. So schlimm wird es jetzt nicht sein. Ich habe sie ja mit dem Blick. Und der nette Polizist da bestimmt auch. Ja. Na schön, dass Sie sich da angesprochen fühlen, ich nicht. Oh, Entschuldigung, Herr Wartling. Ich habe Sie gar nicht mehr gesehen. Ich dachte, Sie wären noch da hinten. Alles gut. Ja, können Sie mich gesagt, mitnehmen ins Krankenhaus oder wo ist denn? Hier. Ich bin neben Ihnen. Ja, wir müssen da mal gucken, ob Sie da reinkommen, weil eine Tür ja, Sie können kaputt. Einfach das Fahrzeug wenden, dann lassen Sie mal den Händler passieren und dann können Sie ja quasi runterfahren. Dass wir uns dann um das Fahrzeug kümmern, ne? Der schöne Unimo. Guten Tag, die Herren. Ja, grüß Gott. Herr Fiedler, glaube ich, gell? Ja, richtig. Ja, Herr Fiedler, da haben wir das gute Stück, sehen Sie ja vorne, komplett eingedollt, da alles im Arsch. Ach, der grüne Neunte, der war doch gerade erst noch bei mir. Ja gut, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Naja. Aber den Anhänger können Sie da stehen lassen, den fahren dann wir später weg. Ja, und dann können Sie nur den Unimog quasi aufladen und mitnehmen. Ja, wer hat denn den Unfall gebaut? Geht's dem gut, ja, oder? Ja, der Herr Lauringer, dem geht's soweit ganz gut, ist auch schon ärztlich versorgt, dem fehlt nichts. Ah, okay. Okay, ja, dann ist das gut. Also ich habe gehört, es sind nur ein paar Prellungen. Da hat Mods übel in mir. Ja, okay. Ich gehe mal kurz zum Auto und komme sofort wieder. Ja, der Steinbach 317. Wir haben einen Verkehrsunfall, Feldrunde 17. Person soweit leicht verletzt, RTW vor Ort. Soweit keine weiteren Vorkommnisse. Ja, soweit verstanden. 317 Ende. Da kommt halt jetzt quasi unser EZ, also ich gefunkt, ne, und quasi unser EZ mitgeteilt, dass wir auf dem Einsatz sind. Ja. Dass dann Einsatz angelegt wird im Einsatzleitsystem, das kann ich dann auch mal sagen, wenn sie Zeit haben oder wenn sie wollen. Und dann, wo ist denn die jetzt genau, wo wir sind, ne? Wenn irgendein Einsatz kommt, dann wissen die, wir sind jetzt erst einmal gebunden. Ja. Herr Lauringer? Ja. Die haben ja noch einen Schluck Wasser in ihrer Flasche bestimmt, ne? Ja. Gib mir jetzt hier eine Tablette, die nehmen Sie bitte. Und dann fahren Sie mit Ihrem Bruder in einer guten Stunde zum Krankenhaus. Das Krankenhaus ist gerade voll belegt. Da ist ein Großeinsatz. Aber okay, da sind schwere Verkehrsunfälle reingekommen wohl. Okay. Die haben gerade für so kleine Patienten, wie ich es jetzt ausdrücke, keine Zeit. Gut. Aber gehen Sie bitte hin. Wenn es Ihnen schlechter geht, rufen Sie bitte die 112 oder die 110 an. Ja, mache ich. Herr Wartlinger? Ja. Also ich habe ihm jetzt nochmal eine Tablette gegeben, den Herrn Lauringer. Aber damit werden seine Kopfschmerzen und die Schmerzen halbwegs weggehen. Ich habe ihm gesagt, er soll seinen Bruder bitte beten, mit ihm ins Krankenhaus zu fahren. Ich kann ihn nicht mitnehmen, weil das Krankenhaus gerade bis zu einer Stunde sich abgemeldet hat, weil wir einen großen Verkehrsunfall reinkriegen. Ja, alles gut. Wird schon werden. Wir sollen sie dann einfach durchchecken lassen. Ja. Hab das Fahrzeug aufgeladen, ich werde das jetzt zu uns zum Hof verbringen und alles weitere. Wenn Sie vorbeikommen möchten, sich das anschauen möchten, können Sie es gerne tun. Ja, das alles weitere mache ich dann mit den Herrn Lauringer, aber. Genau, das machen wir jetzt auch gleich. Wir machen jetzt hier noch schnell Fotos und dann müssen wir die Fahrzeuge unten ein bisschen fotografieren und dann passt das. Jo, alles klar. Genau, perfekt. Könnt ihr mich bloß jemand zu meinem Hof oder so mitnehmen? Oder muss ich mir ein Taxi rufen? Da müssen schauen, dass der Taxi gegangen, weil wir haben leider gerade gebunden hier, ne? Also mitnehmen wird schlecht. Ich würde dann auch schon mal wieder abrücken. Ja, mal einfach wieder melden. Perfekt. Mein Bruder wird mich umbringen. Danke gerne für die Hilfe. Das sage ich Ihnen. Oh, jetzt haben sie eine Warnweste-Rutzung. Ja, habe ich mir mal eben schnell aus dem Auto geholt, noch schnell. Kein Problem. Ja, Herr Lauringer, dann können Sie mal quasi zum Taxi laufen, wenn Sie wollen. Du Schlacht. Was hat er jetzt gesagt? Habe ich ihn nicht ganz verstanden. Ja, wurscht. Also wir machen jetzt quasi eine Verkehrsunfallanzeige müssen wir jetzt da machen. Ja. Weil wir haben einen Verkehrsunfall mit Personenschaden. In dem Fall machen wir jetzt Fotos. Das heißt, ich habe vorher schon ein Foto gemacht, wo das Fahrzeug da gestanden ist. Mhm. Jetzt mache ich quasi Fotos noch vom Baum. Wie jetzt die Situation ist, auch die Fahrtrichtung von dem Herrn ist wichtig. Ne? Also ja. Ich mache quasi immer ein Foto vor Ort von der Fahrtrichtung, damit man weiß, wie kann der Unfall zustande gekommen sein. Ne? Mhm.
Das heißt, die schnappen sich jetzt mal die Kamera aus dem Auto. Ja. Dann machen sie mal schnell ein Foto. Einmal von der Fahrtrichtung, wo er gefahren ist, und dann einmal vom Baum. Und dann fahren wir schnell runter zum Händler. Ja. So, der stand ja hier. Nein, die Fahrtrichtung, wo er gekommen ist. Ne? Also, sie müssen, ich fahre da schnell den Polizeiwagen weg. Kam ja von hier und ist dann da reingeknallt, ne? So. Genau. Okay. Wie viele brauchen wir da, damit das... Soll man da immer... Die machen jetzt quasi eins von da. Dann machen sie jetzt noch eins ein bisschen näher. Ne? Also quasi von hier. Ja. Und dann machen sie noch einen vom Baum quasi. Okay, da so, wo dann Baum geknallt ist. Genau, und vom Anhänger können sie auch noch mal so eine Übersichtsaufnahme. Oh ja, hier sieht man gut, dass er da eingeschallert ist. Da ist noch Lack und alles dran. Eingeschallert? Wie nennt man das denn? Eingeschlagen, okay. So. Ja, habe ich gemacht. Perfekt, dann schnappen Sie sich Ihr Auto, dann treffen wir uns beim Händler. Alles klar, machen wir so. Alles klar. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Herr Bartlinger? Ja? Ich habe ein Problem. Irgendjemand hat meinen Wagen auf den Kopf gedreht. Ja, warten Sie, komm schnell auf. Das war bestimmt der Bergmann. Ja, das kann schon sein. Wir schauen es mal schnell an. Vielleicht sehen wir irgendwelche Kratzspuren. Au weh. Er hatte den eigentlich hier vorne hingestellt, hinter der Kurve, damit das, damit keiner in eine Kurve reinfährt und bam, direkt uns reinfährt, so. Habe ich nur gesehen, dass die Kurve ein bisschen länger war. Das ist ja total zum Kotzen, wirklich. Ja, da müssen wir, also im Endeffekt können wir jetzt schauen, entweder, dass wir halt, wie stehen wir das Teil jetzt wieder auf? Ich mache jetzt einmal folgendermaßen, ich hänge den einmal an, oder sie hängen den an, ne? Sie steigen jetzt in den Anmarkt rein. Ja. Und hängen sie den an und ich versuche, dass ich ein bisschen mitschieb, so quasi. Verstehen es? Dass man ohne Schaden, weil wir könnten jetzt einen Radlader holen oder so, aber dann ist glaube ich gleich mehr kaputt. Ja, glaube ich auch. Wobei der E-Hopf nochmal jetzt verloren ist. Glaube ich auch. Also, ja. Naja, probieren Sie es einmal. Wenn nicht, holen wir halt einmal einen Harvester oder so, dann hängen wir es da so, aber schauen wir mal, ob wir sie kriegen. Ja. Ja. Sie sollen doch das Auto anhängen, der an den Amarok. Was soll ich machen? Achso, nein. Ja, schieben Sie mal, ich hänge mal an, gell? Was soll ich? Ja, Sie sollen einmal ein bisschen achten, wenn ich anschiebe. Achso, ja. So, ich zirke jetzt mit der Winde. Na gut, halt, das bringt nichts. Moment. Nee. Ich schiebe mal ein bisschen. Ja. Ah, nein, da passiert gar nichts. Nee, da passiert nichts mehr. Ach, Herr Bergmann. Na, dann machen wir das anders, dann machen wir das jetzt so. Jetzt warten Sie mal. Also, Sie schnappen sich mal schnell einen Streifenwagen. Und dann fahren Sie mal schnell hinauf zu meinem Sägewerk. Wissen Sie, wo das ist? Ja. Aber. Genau. Lass uns erstmal Pause machen. Ja, machen wir Pause. Machen wir erstmal einen Kaffee. So, aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Dafür wird der Bergmann noch richtig leiden. Und in dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.